Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hans Derer, heute bei mir zu Gast in der Sendung. Und normalerweise habe ich in meiner Sendung ja Menschen, die auf der Bühne stehen, die Künstler sind, die einfach vorne stehen. Du bist jetzt mal ein Mann aus dem Hintergrund. Was kann man sagen, Hansi, was du machst? Ich würde mal sagen, ich bin ein Karriere-In-Gang-Bringer. Ich versuche ja eben, Musik an die Menschen zu bringen. Was ist ein berühmter Song, den wir vielleicht alle kennen, wo du sagst, so ja, da habe ich meine Finger mit im Spiel gehabt? Puh, es gibt viele. Es gibt einen Song, also Lemon Tree. Da waren wir ganz am Anfang da und haben das Ganze an die Medien gebracht. Und über die Medien wurde das dann natürlich dann irgendwie, hat sich multipliziert und ging dann ja in die Welt. Gib uns mal einen konkreteren Einblick. Was hast du gemacht? Es hat mir ein Mädel in Fellbach einfach die Band vorgespielt. Ich fand das klasse und wir haben dann gesagt, okay, wir machen die Promotion für das Teil. Und dann sind meine damaligen Radiopromoterinnen losgezogen und haben sich wirklich einen Korb nach dem anderen geholt, bis die kleinen Radiosender hier im Raum Stuttgart es dann genommen haben und gespielt haben. Und dann wurde der Große dann aufmerksam und dann ging das los. Hast du noch Kontakt zu Fußgarten? Nee, leider nicht so. Ja. Aber man sieht sich also manchmal hier. Hansi, wir schalten jetzt in unseren ersten Beitrag. Kennst du Ralf Möller? Ja, Ralf Möller, wer kennt ihn nicht? Er hat ein bisschen mehr Muskeln als ich. Aber unwesentlich haben sie, unwesentlich. Wir haben ihn getroffen. Er war bei uns in der Region und was wir mit ihm veranstaltet haben, das sehen Sie jetzt. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich in Kornwestheim mit Ralf Möller in einer Ritzi-Ausstellung sitze. Ja, so ist das im Leben. Wie kommt denn das? Ja gut, ich bin auch Ritzi-Fan und wenn man seit 28 Jahren in Amerika lebt, dann kommt man gar nicht drüber hinweg, auch schon mal hier und da auf die phänomenale Art des Künstlers zu stoßen. Hättest du Lust, dass du mir mal kurz zeigen kannst, wieso du so zeichnerisch drauf bist? Ich habe für die Mutter immer ein Herz, ne? Ich habe ein Herz gemalt, aber jetzt viel schöner und bunter und alles Mögliche. Das war zum Muttertag gewesen. Ehrlich? Das ist einfach Muttertag. Muttertag von Ralf Möller. So. Und das haben wir natürlich jetzt nicht so die Farben, jetzt kann man das Herz auch noch schöner machen. Und da rundherum habe ich dann Sachen geschrieben für die Mutter und so und dann das mit Farben ausgefüllt. Aber ich bin jetzt, außer ein Strichmännchen kriege ich nicht viel her. Deshalb bewundere ich das, dass er auch immer so als naive Kunst beschrieben wird, aber doch im Grunde genial ist. Weil in der Einfachheit ist das, was jeder versteht oder in sich aufnehmen kann, wenn er vor Bildern steht. James Ritzi ist einer der populärsten zeitgenössischen Künstler der Popart. Seine Gemälde sind ausgelassen, lustig und farbenfroh und sollen die Vielfalt des Lebens dokumentieren. Das hier ist übrigens das teuerste Bild der Ausstellung und ist die Abschlussarbeit seines Kunststudiums. Der Kurator Bernhard Feil freut sich sehr, dass Ralf Möller heute hier ist. Ralf ist ein klasse Kerl, er ist sportlich, er hat seine Prinzipien. Ritzi hatte das auch, der hatte einen ganz klaren Alltag. Morgens ging es los mit dem Malen, da war er noch frisch im Kopf und wusste genau, ich habe volle Energie und die hat er auf die Leinwand gebannt und nachmittags ging es dann ans weitere Kolorieren. Wir schlendern noch ein wenig mit Ralf Möller durch die Ausstellung. Dabei verrät uns der Schauspieler, was ihm besonders gut an Ritzi gefallen hat, der leider schon 2011 an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das Schöne immer, dass er sich halt auch so sozial engagiert hat. Hier sehen wir auch mit Peter Maffay damals bei seinen Projekten. Und er hat also die Leute, so kam ich mir vor, also nicht nur teilhaben lassen, richtig doch teilhaben lassen an seiner Kunst. Er hat sie gebraucht auch, ne? Auch was Gutes zu tun. Ich habe mir sagen lassen, du hast noch kein Ritzi-Bild. Ich hoffe, ich bin richtig informiert. Du bist aber vielleicht am Liebäugeln mit einem. Ich werde heute eins mitnehmen, auf jeden Fall. Kannst du uns mal sagen, welches vielleicht demnächst bei dir hängt? Ich muss da selbst drüber nachdenken. Also vielleicht nämlich etwas Sportliches, weil ich ja immer sportlich bin. Er hat ja auch Sportsachen gemacht. Ralf, danke für deine Zeit. Okay. Viel Spaß noch in Kornwestheim. Ja, danke. Und ich hoffe, du kommst bald mal wieder nach Deutschland. Ganz bestimmt. Super.
Das ist übrigens das Bild, das sich Ralf Miller mit nach Hause nach Los Angeles nimmt. Das heißt für Sie, dass Sie dieses knapp 20.000 Euro teure Kunstwerk nicht mehr in der Ausstellung bestaunen können, aber dafür noch rund 700 andere Werke von James Rizzi. Zeit haben Sie dafür noch bis zum 2. September. So lange geht die Ausstellung im Kulturzentrum Das K in Kornwestheim noch. Wir sind immer noch in der Schaltzentrale von Hansi Derer. Du bist jemand, der musikverrückt ist, du promotest Songs, du bist mit Künstlern am Start, also alles, was mit Musik zu tun hat. Aber man muss mal sagen, der Ursprung ist, du wolltest eigentlich auf die Bühne und Popstar werden. Ich war Schlagzeuger bei diversen Bands, eine davon gibt es heute noch, Anyone's Daughter. Pancake, ich habe auch Songs geschrieben und sowas. Aber ganz ehrlich gesagt, zu einer Chartposition hat es nicht gereicht. Und dann habe ich gesehen, wie wichtig die Leute im Hintergrund sind. Wie wichtig, und du kannst der beste Song, den besten Song haben, der beste Musiker sein. Wenn die Leute im Hintergrund nicht motiviert sind und mit Feuer das Ganze nach vorne bringen und die Kontakte haben, dann hast du keine Chance. Das heißt, deine Motivation war es, Künstlern einfach helfen zu wollen? Ja klar, logisch. Wir hatten eine kleine Company, aber wir hatten große britische Acts, die damals aber auch noch klein waren, wie zum Beispiel Erasure oder vor allem Depeche Mode. War mit den Bands da immer permanent face-to-face unterwegs auf Touren. Und da hat mir das sehr viel geholfen, dass ich schon natürlich auch Bühnenerfahrung hatte. Hansi, wir reden gleich weiter, schalten vorher ganz kurz weg, sind gleich wieder da. Und wir sind zurück. Wir sitzen immer noch bei Hans Derer im Büro hier in Winnenden und wir haben schon sehr viel erfahren. Du bist Musikpromoter, Musikverleger, du hast 7 Musiklabels, kümmerst dich aber nicht nur um die großen Bands, wie wir gehört haben, sondern sorgst auch dafür, dass bei uns in der Region die Musiker an den Start kommen. Wie ist denn so dein Eindruck von den Leuten, die wir hier haben? Ach, es ist hier generell, der mittlere Neckarraum ist eine Gegend, die sehr vor Kreativität nur so strotzt. Es gibt hier wirklich geile Bands, ja, vom Hip-Hop bis Rock, von Pop bis Singer-Songwriting, es ist alles da. Und in meiner Sendung habe ich ja auch immer wieder junge Leute, die versuchen, irgendwie musikalisch an den Start zu kommen. Hast du einen Tipp? Was kann man machen, dass es funktioniert mit der Karriere? Auf was muss man achten? Ach, man muss natürlich hier, das Wichtigste ist immer gute Songs zu komponieren. Es ist wichtig natürlich viel zu proben, aber es ist das Wichtigste natürlich live zu performen. Live, live, live. Das ist das. Dann hat man das unmittelbare Feedback. Du spielst einen Live-Auftritt, ist durch nichts zu ersetzen. Wo kommt deine Leidenschaft für Musik her? Musik ist wirklich das Wichtigste, was wir haben auf der Welt. Ohne Musik wäre die Welt einfach ärmer. Warum? Weil du in Bereiche gehst, die das wird einfach tiefer geht. Das ist einfach das ist die Sprache der Seele. Und das ist eine Sprache, da kommen wir als, da kommst du rational nicht ran. Und Hansi, Gracefire ist eine Band, die du unter Vertrag hast. Die machen richtig guten deutschen Rock und die haben wir besucht. Und hier hinter entsteht die Musik. Ich habe ein bisschen Angst, was mich erwartet. Hi. Oh, hey, die Claudi, grüß dich. Hi. Wir dürfen einfach reinplatzen. Hi. Das sind Gracefire. Ihr besprecht gerade, was besprecht ihr gerade? Wir besprechen gerade die nächste Setlist für unseren nächsten Auftritt. Und dazu gibt es Schokobons und Bier. Heiße Mischung. Ja, auf jeden Fall. Immer. Simon, das muss auf deine Seite. Der Mann in der Runde ist die Süßigkeiten. Ja. Was ist das Besondere von euch, außer die coole Musik, die wir gerade schon gesehen haben? Ja, wir sind einfach ein tolles Team zusammen. Wir erleben viel miteinander, aber wir betreiben es halt auch ernsthaft. Also es ist jetzt nicht so ein Rumschluren im Proberaum, wie es bei vielen Bands der Fall ist, sondern wir haben ein paar Ziele und die wollen wir erreichen und da arbeiten wir auch. Hart dran. Eure neue Single Why ist seit dem 20. Juni draußen. Um was geht's? Why ist ein Song, der eigentlich zu jeder Lebenssituation passt, wo man nicht mehr weiter weiß und man sich einfach fragt, warum das Ganze. Und wie das aussieht, wenn man sich fragt, why, sehen Sie jetzt. Es
So, gequatscht haben wir jetzt genug. Jetzt wird natürlich das getan, was das Wichtigste ist, geprobt. Ja? Huhu, Lust? Ja, klar, ist immer. Ist das wie Arbeit oder ist das jetzt wirklich, nee, Bock? Bock in erster Linie. Ihr habt ja wirklich einen tollen Proberaum. Wir haben ihn ja schon so ein bisschen kennengelernt. Ihr habt viele tolle Sachen. Warum hängt hier ein BH? Das würde mich mal spontan interessieren. Ja, das sind so die Fan-Accessoires. Na, jetzt wirklich? Ja. Die kriegt ihr auf die Bühne geschmissen? Ja, ne? Oder es lässt mal einer was da oder so. Okay, super. Dann würden wir jetzt gerne noch mal ein bisschen zuschauen. Und ich bin mal raus, gell? So, wann zerstören wir die Gitarren und die Möbel? Ja, das kommt dann noch beim nächsten Konzert. Also, und wenn ihr dann quasi fertig seid mit Proben, dann endet ihr hier, Alkohol trinkend. Wir enden hier, aber wir verenden nicht. Das ist sehr schön. Und wir haben hier zum Beispiel auch euren größten Fan sitzen, habe ich gehört. Ja. Was ist so toll an Grace Fire? Was toll ist? Eigentlich alles. Du liebst sie einfach alle, gell? Ja, das stimmt. Wann seid ihr und wo seid ihr das nächste Mal zu sehen? Euch muss man ja live erleben. 4. August, Thalaue Rock, in Waiblingen. Dann müssen da natürlich alle hingehen und wir trinken jetzt noch einen, oder? So machen wir das. Okay, sehr cool. Schnaps! Hansi, wir sind am Ende. Vielen Dank, dass wir bei dir vorbeischauen durften und meine Sendung endet traditionsgemäß mit zwei Veranstaltungstipps und deinen darfst du jetzt bitte in die Kamera sagen. Also ich empfehle am 4. August, Samstag, geht in die Thalaue. Thalaue rockt, da spielt eine Fusion-Band, die heißt September. Und es lohnt sich, die sind richtig gut. Und falls Sie Lust haben, heute noch wegzugehen oder die nächsten Tage, wir sind mitten im Henkersfest auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart, ein kleines, feines Festchen, wo man schön feiern kann, wäre auch eine Möglichkeit bis Samstag. Hansi, danke für deine Zeit, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schalten Sie ein und bis dahin eine gute Zeit und tschüss.